Und da geht's direkt Richtung Banane. Mit einer ersten Granate, einer ersten Decoy. Und sie pushen alle fünfmal durch. Hinten stehen sie in CT. Oh, Caper, Spiro mit einem, mit zwei Headshots. Spiro fliegt nochmal nach. Spiro mit sauberen Klicks. Und es ist nur noch Vanity. Blitzschnell die Knight und keinen einzigen Verlust eingefahren bei Argo. Natürlich sehr, sehr bitter für die Schweden. Lassen wir da direkt. Da. Die Runde abgeben muss. Zwingt sich trotzdem in die Anti-Eco rein mit einer Mac-10, mit Pistols, in die Doppel-Deagle, eine P250, eine CZ. Wenigstens ein paar Smokes, ein paar Flashes in der Hand. Ja, und Argo. Mit auch hier noch zwei, drei SMGs. Solo B-Hold vor LAN, zieht sich instant zurück, bekommt die erste Rotation wieder rüber. Nur der weiß, da kommt jetzt richtig, richtig viel. Molotov kommt rein, CT, okay, bei einfach umgepusht worden. Fulan kann traden, der Tennis raus vor LAN und dann kommen sie jetzt zu dritt, zu viert aus der Smoke raus. Spiro, VHR, Groovy. Sie haben kein Dev-Kit. Dafür eine AUG, eine Farmers. Immer noch ein paar Flashes, zwei Smokes. Währenddessen natürlich wächst, keine Granaten mehr hat. Vanity, schönes Time gegen VHR. Schnappt sich eine dritte SMG in die Hand. Groovy, Spiro und die Frage, Risiko, kein Risiko. Mal wissen, dass man da natürlich ein bisschen mehr für Close Distance und den SMG sehr, sehr viel Impact haben kann. Und die Rifles, natürlich möchte man nicht einfach so herschenken an Vex Gaming. Ziehen sich alle zusammen zurück in Richtung City Spawn. Und Instant Dance 1 Ausgleich. Ja, die Frage jetzt, Argo, natürlich investieren sie nochmal rein, also können sie nochmals vielleicht das Ganze umdrehen, aber da gibt es erstmal den guten Molotov gegen Fuller von Vanity und wächst wieder mit zwei, drei Mann, doch schon sehr, sehr energisch im Aufbau Richtung B-Spots. Gibt schon fast die komplette Rotation nach drüben Richtung B-Side. Ja, VHR schiebt mit, Caper, Spiro schon on-Spots und Groovy hält alleine den A-Spots. Auf kurz, piekt nochmal kurz die Mitte, vielleicht ein paar Infos zu holen. Und Schaden gab es eben noch fast gar keinen gegen Vex Gaming. Das ist halt durchaus ein Problem aus der Sicht von Argo. Denn Granaten sind ebenfalls keine mehr vorhanden, außer eine einzige Flash bei Caper. Diesmal sie wenigstens Kit bei VHR. Spiro, Library, weiß, der Arsbot ist kompromittiert worden, steht was close hinten Library, aber zeigt sich erstmal nicht offensiv. Klar, es ist eine 5 gegen 3 Überzahl. Spiro geht rein, schnappt sich wenigstens HNS, jetzt mit 8 HP muss er aufpassen, Quicks schon CT-Bogen durchgepusht. Tja, und die Rifle ist leider raus. Caper, VHR, Doppel, MP9. Die warten, hoffen, dass Vex vielleicht mal offensiv pusht in Richtung B-Spots. Quicks zum Beispiel, der jetzt die erste AK riskiert. Natürlich muss Vex jetzt aufpassen. Riskieren sie vielleicht noch eine AK, hier ist er bitter. Müssten entsprechend nochmal nachkaufen. Und wir sehen, sie bleiben defensiv in der Mitte, auf dem A-Spot, Richtung Lang, Richtung Pits. Und Vex Gaming schnappt sich erfolgreich die 2-1 Führung. Tja, Argo, jetzt ab in die Pistol Eco Round, denn nochmal rein vor sich wäre jetzt sehr, sehr bitter. Dann würde man vermutlich sehr wahrscheinlich das Ganze verlieren. Hat vielleicht eine Chance, gerade mit Caper und VHR mit einer AK und eben der MP9 da vielleicht ein bisschen was rauszureißen. Aber eben auch nur ganz vielleicht, sofern er wächst.
das Ganze zulässt. Doppel Mac-10, drei Rifles, Piff, schnell Mitte raus, Richtung Langfield, ab, geht rum, aber reicht nicht ganz. Dann muss HNS mithelfen, den Teamkill setzen. Und dann steht hinten Caper mit der AKMCT-Bogen. 7 HP angeschossen, muss nicht aufpassen, vorher hat kein Kevlar, also wenn die AK da mitnimmt. Und dann pushen sie eben rein. Spearow raus, Groovy also mit der P250, schnappt sich die zweite AK und die einmal in Überzahl. Quicks derweil B durchgepusht, raus Richtung CT spawn, währenddessen natürlich die Bombe mit HNS ganz einfach mal hochlaufen kann. Quicks, oh, gerade nochmal Glück gehabt, natürlich jetzt bekannt. Zieht sich deshalb instant Richtung B-Spot zurück. Jetzt auf Sicherheit gegen 2-2 ist machbar. Natürlich muss sich Argo erstmal zu entscheiden, denn sie haben zwei AKs in den Händen. Ne? Caper auf 7 HP und Groovy ohne Kevlar mit Full Life. Das scheint Argo nicht mehr riskieren zu wollen. Bringen also zwei Waffen durch. Auch das ist natürlich gar nicht mal schlecht für die nächste Runde, für die nächste Barot. Aber Vex sichert sich erstmal eine temporäre 3-1-Führung auf der Inferno T-Side. Ja, und kommt damit schon mal wesentlich besser rein in dieses Best of Two. Erste Full Barrand für Argo Esports. AWP für Spearow. Ohne Kevlar, ohne Granaten. Also natürlich sehr, sehr riskant. Währenddessen auch Kula die erste AWP in die Hand gedrückt bekommt. Natürlich, er hat Kevlar, er hat die Granaten in der Hand, kein Problem. Bei Quicks bleibt da immer noch bei der Farmers. HNS mit der Close, ein erster Defensiv-Monotov, kommt früher als die Crosswalk Richtung Short. Pusht trotzdem jetzt durch und ein bisschen Feuerschaden in Kauf, guckt Richtung Lang, Richtung CT-Burg, Richtung Library und da steht Spearow mit der AWP, darf sich nicht nochmal zeigen. Groovy hält so ein bisschen Nikros, zumindest war das der Plan. Groovy mit zwei, Groovy pickt nochmal nach, Groovy mit fast drei. Kolor auf 40 runter, das sind ja einmal in Unterzahl, sich in den App-Szenen kurz, versuchen es Richtung A-Spot und da ist eben VHR im Pit, aber blind gewesen. Na, ein schönes Teil hat man da setzen können und Vex Gaming im 3-3 durchaus mit der Chance, die Runde zu gewinnen und die Führung weiter auszubauen. Spearow, Caper, Furlan, sie haben eine AK, eine AWP, sie haben eine AUG, sie haben eine Smoke, zwei Defuse-Kits. Die Frage, ob sie je noch eine Chance bekommen, diesen Retake zu meistern. Caper über Apps, Spearow über Short, Pit stehen sie beide, dazu On-Spot defensiv, ein erster Molotov in Richtung Lange, um noch mehr Zeit rauszuholen. Ja, Spearow zeigt sich, versucht's da unten gegen Quicks, die nächste Flash kommt rein, aber die Zeit ist gleich um. Caper, Job runter, Caper, jawohl, beide in Pit rausgenommen. Und der Diffuse, der geht doch noch durch. Knappe Geschichte, aber Argo mit dem erfolgreichen Retake, somit erstmal kein weiterer Führungsausbau aus der Sicht von Next und vielleicht die Chance auf den 3-3-Ausgleich. AWP, Doppel-Aug gegen die 5 AKs bei Vext. Oh, Furlan geboostet. Jawohl, direkt erster Vorteil für die Polen. Und den dürfen sie jetzt möglichst nicht instant hergeben. Klar, sie ziehen sich instant defensiv von dem B-Spot zurück Richtung City Cross, Richtung Garten. Und Vext akribisch auf der Suche nach dem direkten Trade. Die Überzahl möglichst schnell revidieren, zu zweit Richtung A, zu zweit Richtung Second mit Richtung Apps. Aber da lässt man erstmal von ab. Also scheint sich hier auf den gemeinsamen B-Execute festzulegen. Kolor. Mit ein bisschen Pech im Prefiren. Aber gerade das könnte gerade Argo nutzen, diese Info, um vielleicht auch schon mal Spearow etwas näher Richtung B-Spot schieben zu lassen. Scheint bislang aber noch keine Lösung zu sein. Jetzt kommen die Granaten raus. CT Cross, Moko, Flashes, Molotovs, Furlan nicht blind. Furlan von oben schaut da rum und den Doppelkill gegen Kolor und Vanity. HNS, Quicks mit 40 Sekunden. Bombe geplantet. Oh, Quicks angeschossen, geprefeuert von Furlan.
Und HNS plötzlich allein gelassen. Banane steht da oben drin, schaut nochmal Richtung Garten, Richtung Spot. Fulan zum fünften. Und das Ace gegen die Fulbaron bei Max Gaming. 3-3 Ausgleich für Argo. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Was Zone da gerade abgeliefert hat. Caper. Oh, offensiv. Sie pushen mit Pistols rein Richtung B-Spot in die Molotov. Sie machen richtig viel Schaden. Quicks auf 60, Biff auf 50. Wir versuchen es nochmal mit CT-Flashes. Groovy ist blind, aber vor hinten Mypsilon peekt nochmal rein, schnappt sich ein, schnappt sich zwei. Pool gespottet, Fulan versucht es immer weiter. Jawohl, dritter sitzt ebenfalls, HNS. Keine Chance, Fulan! Huiuiui, und diese krassen AWP-Skills sehen wir eigentlich meist nur von Spiro. Aber Fulan scheint heute gerade richtig, richtig gut drauf zu sein. Nach der Pistol Round zum ersten Mal die Führung für Argo Esports mit den Barrots. Caper unten close mit Spiro, aber Caper schafft sich ganz. Auch Spiro verschießt. Und vielleicht muss ja gerade wieder ein Fulan versuchen, mit der AWP zu glänzen. Sie pushen über kurz Richtung A-Spot. Groovy mit der Aug zum ersten, zum zweiten. Groovy Doppelkill und der Rest steht meilenweit entfernt. Fulan ein bisschen zu offensiv, Banane. Und jetzt die Frage: Wohin geht's? Quicks mit der ersten City Crossmog schafft es Richtung Spot. Groovy, VHR, Doppel-Aug gegen Arca und die AWP von Quicks und Conor. Oh, und dann steht Quicks schon offensiv in der Ruine drin. Groovy! Na, sie haben gute Reserven bei Argo. Also er kann es durchaus probieren. Hat immer noch Molotov, Doppel-Flash, aber weiß eben nicht, wo Quicks und Conor auf ihn warten. Gibt eine erste Ruine-Flash rein, schaut Richtung Quads. Aber Conor mit der AWP natürlich mit deutlich mehr Druck hinterm Schuss. Und Vex lässt Argo erstmal nicht davonkommen. Wieder Ausgleich auf ein 4-4. Beide Seiten der Byron. Schon muss nicht gerade bei Vex ein paar mehr Defizite geben. Doppel-Mac-10 für HNS und Quicks. Hat es nicht mehr ganz für die Arcas gereicht. Deswegen muss man aufpassen. Weiterhin Doppel-AWP, Spiro und Fulan. Ja, ein paar erste Granaten, Banane runter. Haben bislang noch keinen Impact. Fulan aber aimt mit der AWP rein, muss aufpassen. Close steht schon. Quicks mit der Mac-10. Der könnte vielleicht gleich eine Flash hochbekommen. Molotov nochmal Richtung Baum. Forst keinen raus. Fulan hofft auf Infos. Nur bislang hofft er da vergeblich, die Bahn oben. Na, wächst weiß. Die Runde wäre vielleicht immer die letzte Baron. So, Fulan blind. Die Flash war richtig stark. Und Quicks schnappt sich beide Entries auf dem B-Spot mit der Mac-10. Jetzt muss sich Argo entscheiden. Sie haben mit 3 gegen 5. Sie haben natürlich einen Kick bei Groovy. Aber auch Spiro schafft es nicht im CT-Spawn. Und dementsprechend haben Groovy und VHR eigentlich keine andere Wahl mehr, außer hier die Waffen zu sichern. VHR hört die Steps. Ah, könnte sich vielleicht noch eine der beiden AWPs sichern, die es natürlich gab. Bei Fulan und Spiro. Aber instant Kampf aus der Mitte. Groovy. Ah, mit einem Bad Luck im Time gegen Vanity oben aus Apps raus. Und wächst. Ah, lässt da keinen einzigen Waffensafe zu. Von daher schickt man jetzt Argo wieder erfolgreich in die Pistol Eco Round. Wir sehen ein paar Deagles, ein paar McKevlar, eine MP9 bei 5VHR. Aber im Vergleich natürlich deutlich im Nachteil gegen die Baron von Vext. Kolor, Single AWP Richtung Mitte. Ob der da auf irgendeinen Shot hintersetzen kann, einen schnellen Vorteil. Nur Argo weiß, sie dürfen jetzt hier nichts groß offensiv riskieren. Wetten die Deagles ein paar Mal reinlootsen, ein paar Headshots setzen, das wäre eine Möglichkeit. Wie man die Runde hier vielleicht gewinnen könnte. Aber alles andere natürlich verspricht relativ wenig Erfolgschancen. Groovy raus. Mitte einfach hochgepusht. Währenddessen wächst.
Ja, weiterhin aufgeteilt wartet. Cola jetzt die Bombe mit in Richtung Banane. Also wieder geht's in Richtung B-Spot. Und erwarten sie defensiv. Und Furlan, auf lang. VHR mit dem ersten Trade. Schnappt sich Quicks, was leider natürlich nur eine Mac-10 droppt. Also noch keine AK, die ersten Crosswalks Richtung CT-Spot. Piff, Pre-Fight in Richtung Conference. Caper auf 30. Und es sind eben nur Pistols auf dem Base. Sie schieben aber rüber Richtung A-Side. Spiro raus und die Rotation natürlich schon sehr, sehr weit Richtung B vorangeschnitten. Da war VHR schon fast am Spot, währenddessen dann die Info kam. Hey, sie schieben doch nochmal zurück. Die Bombe kommt Richtung A-Side. Und es ist ein 3 gegen 4. Klar, Aargau hat einmal Kevlar, was man sichern könnte. Aber ansonsten nur eine Diegel für Furlan. Caper mit der USP, also vielleicht noch eine Chance. Und eine Möglichkeit, da auf ein paar Exit-Trucks zu gehen. Piff, nochmal langsam Richtung Banane. Vielleicht bekommt er die Chance, noch einen rauszunehmen. Aber das ist ja nicht der Fall. Bleiben erstmal alle am Leben. Und jetzt kommt's drauf an. Auf Aargau. Nächste Burn steht auf dem Programmplan. Immer noch kleine Defiziten. VHR mit MP9, 4 Granaten, dafür den Diffuse in der Hand. Und Kono, da geht's in Richtung Mitte. Mit ein paar ersten Flashes, ein paar ersten Smokes, die raus sind. Aber Groovy, schöne Pre-Fire-Shots, hinten Spearer auf lang, ebenfalls abgesmoked. Und Wex erstmal im Aufbau aufgehalten. 30 bei Piff, 40 bei Quicks. Das sind natürlich wieder zwei schnelle Trades, die der Aggro setzen könnte, falls es denn zu der Überzahl für Wex kommen sollte. Und ich ziehe erstmal noch gruppiert in Richtung Mitte. Versuchen da irgendwie einen ersten Trade zu etablieren. Kolor versucht es Richtung lang mit der AWP, traut sich aber nicht ganz rein zu pieken. Dann weiß jetzt, jeder weitere Verlust könnte im Verlust der Runde münden. Und das finde ich wäre sehr, sehr bitter. Nochmal Granaten raus Richtung Short. Kolor entlanger, falls er irgendwas peak, Pitch steht, Spot steht. Vanity pusht einfach rein. Na, er muss delivern jetzt. Vanity blind. Groovy nochmal im Pitch. Schön zum zweiten, zum dritten. Groovy, dann kommt der Trade von Piff. Aber es ist eben ein 2 gegen 4. Immer noch on-spot. VHR Rotation kommt über den CT-Bogen. Ist jetzt dreimal auf dem A-Spot, die das Ganze verteidigen könnten. Und granatentechnisch haben sie nicht mehr viel. Molotov Richtung Spot. Eine Smoke noch bei Kolor. Kolor schaut Richtung Spot, Richtung lang. Überall hin. Die Flash kommt rein. Aber auch Piff sieht erstmal nichts. Und dann kommt wieder Spiro von Kurz. Kolor bekannt. Geheadshottet 30 AP. Keine Chance mehr. Wieder möglicher Ausgleich, den man da holen könnte. Bisschen Anfangsschaden gegen Piff, gegen Vanity, währenddessen immer noch Granaten. Molotovs Flashes Richtung B-Side nach oben fliegen. Piff traut sich nicht ganz zu pieken. Die Flash kommt nochmal rein, aber Caper kann noch nicht wirklich viel absetzen. Oh, jetzt ist er raus, wird offensiv erwischt, Piff. Erfolgreicher erster Entry auf dem B-Spot. Aber noch schiebt man nur sehr, sehr langsam rüber Richtung B-Side. Da kommt Spear jetzt ganz, ganz langsam reingesneakt. Wächst mit 60 Sekunden. Stehen Mitte oben mit Quicks, stehen Richtung Banane auf. Kaputt noch unten an T-Stars. Die müsste man erstmal wieder aufnehmen und dann entsprechend Richtung Bombspot tragen. Und sie haben sich entschieden. Max Gaming. Es geht zu viert in Richtung B-Spot. Und da stehen sie beide hinten defensiv Richtung Quad, gibt den Boost oben drauf. Und die nächsten Granaten rein. 30 Sekunden. Hört sich der Kappe messen. Piff. Ah.
Muss erstmal noch warten, Molotov liegt gut. Spiro in der First Box. Fulan, HNS. Fulan schafft den Doppelkill, den Triple Kill mit Spiro. Und Kolo ist allein gelassen mit der AWP. Schnappt sich ein, schnappt sich zwei. Und er weiß, die Rotation kommt und über den CT-Spawn. Peakt Richtung Garten. Kolo mit einer guten Prediction. Stepped ist also bekannt in Richtung Dark. Jetzt kommt im CT der Pre-Fire-Shot und Kolo wird erfolgreich distracted. Argo, erneuter Erfolg und es geht hier hin und her in alle Richtungen. Und keins der beiden Teams kann sich bislang in der ersten Hälfte absetzen. Nächste Force noch bei Max Gaming mit drei AKs, einer Pistole, einer Mac 10. Oh, der Molotov macht schon mal gut Schaden. Cape offensiv mit fast zwei. Piff mit 5 AP verbrennt der Molotov. Und sie können keinen Trade setzen erstmal. Es bleibt beim 3 gegen 4. Quicks unter 20 Half Points, also One Shot. Spiro. Aimt weiter mit AWP rein. Währenddessen natürlich hinten auch noch vorne steht. Also Doppel-AWP holt auf dem B-Spot. Und dann gibt es eine erste CT-Crosshawk. Oh, die hat eine Gap. Die ist bitter. Spiro instant ausgenutzt. Die Smoke liegt überhaupt nicht gut. Muss nochmal nachgeworfen werden. Molotov Richtung Garten, um vielleicht vorhin rauszuforsten. Aber der kann hinten den Spot-Cross noch abaimen. Währenddessen sie natürlich wissen, dass der Spiro irgendwo in Richtung CT steht. Und dann ist Molotov von der Smoke abgehalten. Oh, den No-Scope probiert. Manity, Quicks, immer noch an 2 gegen 4, sneaken sich da erfolgreich Richtung Pool und müssen aufpassen, denn hinten steht Furlan und der natürlich im Scope drin mit der AWP. Oh, wird gedoppelt, schön umgerannt. Einmal unter 2. Bombplant ist durch, Spiro aimt hinten Richtung Garten ab und da kommt man jetzt nochmal, peaked, Quicks ist raus, war immerhin der Spieler mit Low HP, also machbar für Manity. Vielleicht sitzt nicht. Granate macht keinen Schaden. Manity hinten Richtung Dark, Richtung Garten. Holt sich VHR, aber Groovy. Direkter, schneller Trade. Und keine Chance für Vex mit drei Rifles, einer Pistols und einer Mac 10. Nächster Pistol, Kevlar Ikorant. Ah, HNS. Kauft sie ein Dual Berettas. Und sie versuchen es gemeinsam mit 3, 4, 5 Mann Richtung Mitte, Richtung Apps, Richtung A-Spot schnell durch mit ein bisschen Überraschungseffekt. Aber erstmal gibt es da keine Infos. Spiro! Na, mein eigener Molotov ein bisschen angebrannt, hat aber im ersten Fall gesetzen können. Quicks ist raus. Wir haben noch eine Smoke bei VNG. Kolo. Unten close am Boiler. Ah, sie wissen, dass lang irgendwo die AWP wartet. Wo stehen sie on spots? Stehen sie in Richtung Graveyard, Richtung Pits, Richtung Side? Versuchen es lang noch ein bisschen offensiver. Nächster Molotov rein. Spiro sieht noch zwei. Granate close geworfen. Die kann gut Schaden entfalten. Kolo auf 20. Piff, HNS auf 63, 65. Und dann pushen sie da einfach lang raus, schnappen sich den ersten Trade, aber instant. Kann er auf die P2000 switchen. Vanity, Deagle, Kevlar, Bombe down. Das ist der Worst Case, in dem wächst, keine Chance mehr bekommt. Sichere 8. Runde für Argo Esports auf der Inferno City Side. Aber 6 Runden auf der T-Side sind schon gar nicht mal schlecht für Wexgame. Vielleicht geht es dann auf die 7. Runde oben drauf. Ein kleines i-Tüpfelchen. ADP für Kolor. Dazu Triple AK mit SG für Piff. Spiro endet die Mitte etwas offensiver ab in Richtung Fuchsbau, Richtung Second mit. Spiro, jawohl, HNS. Unglücklich vom Timing her. Erster Mann ist raus. Und das sieht gut aus für Argo Esports. Piff über Apps, der Rest über Mitte. Als nochmal defensive Granaten rein. Die ersten Summer-Autos sind bereits weg von Groovy und VHR. Stehen diesmal defensiv am Spot, in Pit und auf Lang. Und
und warten da ganz, ganz langsam ab. Jetzt geht's lang durch. Quicks. Und erste Smoke rein. Spiro raus. Wichtiger, wichtiger Trick gegen die AWP. Sie gucken Richtung Side, Richtung Pit. Quicks. Ah, bekommt erstmal keinen zweiten, aber 4 Inch angeschossen gewesen. Groovy defensiv hinten in der Pit Smoke, aber auch da steht oben Piff. Und das sind Caper und Furlan, die jetzt hier in den einen Mann unter Zahn retake müssen. Alle drei stehen sie Richtung Spots, Richtung Pit. Bombe jetzt erst gelegt. Furlan, Caper. Erst Molotov in Richtung Graveyard. Ja, Forster keinen aus der Ecke raus. Wenigstens schon mal eine erste Info, die man natürlich jetzt gecheckt hat. Kolor verbrennt. Oh, schöner Molotov von Furlan. Rutzer Richtung Pit, bekommt einen Headshot mit 20 HP, nächste Crossmog, nächste hohe Flashlight-Granate, nimmt Furlan fast raus, aber Caper hat noch keine Ahnung, dass man immer noch close am Spot steht und eben in Pit selbst und dann macht es Pfiff oben vom Graveyard. 8-7 Halbzeit, nur eine einzige Runde Defizit, die der Vex aus der T-Side mitnimmt. Das kann sich ebenfalls schon mal durchaus sehen lassen. Denn genau diese Leistung muss jetzt auch Argo auf der T-Side abliefern. Und erstmal geht's da in die zweite Pistol-Round rein. Viermal Kevlar, Smoke, Doppelflash bei Furlan. Viermal Kevlar, Kit, Doppelflash bei Piff. Groovy, Mitte rangeschaut. Ja, Bahne steht. Gibt es direkt den ersten Match für H&S, der offensiv runterschaut. Aber Argo bleibt mit ihrem 4-Mann A-Execute über Apps, über Mitte. Und da stehen sie jetzt zu dritt. Spot auf Lang, Vex Gaming. Und warten drauf, dass es hier endlich Infos gibt. Die erste Smoke ist raus. Groovy am Prefiren, Quicks erfolgreich mit der USP zum zweiten zu setzen, bekommt er erstmal nicht, aber hat immer noch deutlich mehr Health Points als Furlan selbst und die flashen sich jetzt rein Richtung Pit, Richtung Spot, da stehen sie unten close, beide hinten an der Doppelbox und auf der Box drauf, Caper, VHR und es drücken einfach keine Headshots rein. Der Schaden fehlt, VHR überall warten sie, Spot kurz, lang, oben, unten und wächst gleich aus. Na, Argo diesmal ohne Anti-Eco. Wir bleiben bei den Glocks. Gibt nicht mal da Pistol-Upgrades. Vielleicht bekommt hier Argo die Chance auf den Bombplant. Mitte, Doppel-Nade runter, kein Impact. Drei SMGs, zwei Rifles, zwei Defuse-Kits. Und Quicks bekommt 9 Schaden durch die erste Glock. Caper. Runter auf 16 HP. Manatee offensiv in der Banane runter. Schaut da mal rein. Ob er vielleicht frühe Infos bekommen kann. Aber bislang gruppiert sich Argo wieder Richtung Mitte, wieder Richtung A-Spot. Jetzt pushen sie raus. Lang, Kolo, einfach umgefahren worden. Furlan, der checkt nicht mal gut Schaden ein. Quicks bekannt, Grave, aber auch da gibt's instant die Trade Frags. Das ist eine Einmann-Überzahl für Argo in der Pistol Ecorons. Piff, Vanity, natürlich mit Kit, mit noch einer Smoke in der Hand und eigentlich dem Vorteil von Kevlar und Helm. No, nur dann bekommt man den Anschluss runter auf 8 HP. Ist also One-Shot. Piff, auf kurz. Cross-Mog für Pit, schaut Richtung Side. Hört die Steps, Piff, oh, nicht erfolgreich und das macht Argo richtig, richtig klasse. Also besser hätte es einfach nicht aussehen können für die Polen. Sie hatten 5 Glocks, sie hatten die Full Eco Rounds, aber Vex konnte sie einfach nicht aufhalten. Und das ist halt richtig bitter. Anti-Eco für Vex Gaming. Spiro, schönes Prefake gegen Vanity. Sie haben Pistol, sie haben Kevlar, sie haben eine Max 7. Quicks in der Mitte, schnappt sich die erste Farmers. Groovy peekt nach. Und Kohler bekommt die erste Max 7 in die Hand.
Furlan, close auf kurz. Muss aufpassen. Kolor, step zurück in Richtung Bombspot, währenddessen Epson offensiv gepusht ist. Oder get Piff einfach offensiv in Richtung, ja, HNS ist es in Richtung an Fuchspau, in Richtung Banane durch. Und sie schieben. Oh, sie schieben jetzt schon die Bombe, die kommt zurück. HNS, peekt rein. Oh, trifft den Eagle-Shot, nicht den hätte haben müssen. Da liegt eine Farmers mit Molotov in der Mitte. Die kann er vielleicht aufnehmen, vielleicht noch zum Vorteil verwerten. Hört noch weitere Steps in der Mitte, die jetzt close kommen. Molotov Richtung Underpass und HNS, Doppelkill. Oh, vor dem dritten reicht nicht mehr. Furlan, Hocken, die Library raus, da gibt es einen direkten Trade für Piff mit der Diegel. Und er weiß, irgendwo muss ja Spiro stehen, hat ihn droppen sehen. Spiro piekt offensiv rein, schießt Piff auf 20 runter, er braucht noch einen einzigen Shot setzen. Und erstmal die Bombe legen, erstmal auf Sicherheit spielen. Aber diesmal lässt man nichts anbrennen. Argo mit der Chance, durch die jetzt resultierende Piston Ekeron beim Max, dass man da eine dritte Runde Abstand bekommen kann, also die 11. Runde aufs Konto. Und dann würde es ja nach der Runde erst wieder zur Ballround kommen bei Vext. Aber vielleicht überlegen sich die Schweden da jetzt kleine Special Strats. Irgendwie doch den Erfolg gegen die Ballround. Aber vielleicht ein kleiner 4-5-Mann-Stack auf A oder B-Spot. Muss man eben ein bisschen Glück haben, denn ich denke nicht, dass sich Argo da so einfach für einen der beiden Baumspots entscheidet, sondern ich erstmal ein bisschen rantasten möchte. Immer noch Doppel-Mac-10 bei Caper und Furlan. Oh, wächst, investiert nochmal voll rein. In eine Scout, eine UMP, eine Mac-7, eine Deagle und eine CZ. Und die Info hat Argo jetzt. Sie haben oben die Scout gehört von Kolor. Quicks, Close Distance mit der Mac-7. Biegt nochmal rein, reicht aber nicht ganz für den zweiten. Immerhin erster Trade für Argo in der Ballround. Und in Anführungszeichen nur die Mac-7, die da verschwindet. Die Mac-10 natürlich, Entschuldigung. BHA richtet Banane. Auch hier langsam mal rantasten, natürlich nicht zu viel überstürzen. Möglichst kein allzu großes Risiko eingehen. Ah, Beast wird erstmal abgesmoked. Ein bisschen pre-firen. Vielleicht hat gut Glück, da irgendwie durch die Sonne den ersten Entry auf B setzen. Aber es geht wieder rüber Richtung A-Spot mit drei Mann oben. Grün mit dem ersten Fake-CT-Smoke, um vielleicht nochmal Granaten rauszubaiten. Vielleicht ein bisschen zu schießen, zu steppen. Das Ganze zu simulieren. Währenddessen sich Argo erfolgreich in Richtung Apps sneakt. Und jetzt über kurz den A-Secret startet. Kohle auf lang, hat Info. Spear auf 30, wieder auf 40. Also schnelle Trades, die man setzen könnte. HNS nicht bekannt. Kommt oben aus Apps raus. 20 Sekunden, den müssen sie traden. Schafft Spear auch. Granate hat lang keinen Impact. Aber HP-technisch kleiner Vorteil für Vext. Ohne Kit, dafür mit Doppelpistol und der Scout bei Kolor. Müssen aber gegen drei AKs ran. Das wird entsprechend sehr, sehr schwierig werden. Man schaut mal. Ah, den ersten Hempit gespottet. Piff am Prefiren, aber Groovy. Er macht das sehr, sehr stark. Wird angeschossen, 18 HP. Kolor durch die Wand, durch in den Kopf. Und jetzt pushen sie rein Richtung Spot. Auf beiden Kisten stehen sie drauf. Und da lässt Argo zu Recht nichts mehr anbrennen. Tja, und jetzt, nach dem erneuten Force-Buy, muss Vext in die Pistol Ikorons. Die können sich's nicht leisten, jetzt hier den Rest auf Inferno durchzuforcen. Denn dadurch hätte man in den seltensten Fällen Rifles in der Hand. Deagle, 4 P250s, 2x Kevlar, aber keine Granaten. Pushen schnell Mitte raus, Richtung Lang, Richtung CT-Bogen, währenddessen Spiro da mal alleine sich in Richtung Banane rantraut. Mit dem ersten Molotov, Furlan bekommt den ersten Entry. Und
Ja, Piff offensichtlich alle runter. Mit der AK schafft es aber nicht, weil Grubi noch abaimt. Und H&S am Boiler. Mit der P250 kann vielleicht die Bombe rausnehmen. Das wäre der Best Case. Aber Grubi, pass auf. Und lässt dann nichts mehr anbrennen. Polo mit der Blitz. Barround für Vex. 4 Runden Defizit. Sie pushen wieder schnell Richtung kurz, Richtung lang. Kolor aimt die Mitte ab, aber Caper bekommt den ersten Entry auf dem A-Spot. Lang Molotov rein. Effekt hat Kolor erstmal nicht. Er kann weiterhin reinschauen Richtung Mitte. Und Kolor wartet weiterhin geduldig. Ja, Defensiv-Smoke liegt. Natürlich weiß Argo, dass man da erstmal nicht etwas rauslaufen darf. Quicks. Oh, wieder mit schlechten Teilen gegen Groovy Obermaps. Und es gab bereits die erste Rotation Richtung Aspot, aber noch hat sich Argo nicht entschieden. Kolor auf lang. Jetzt kommen sie über Apps, über Short Richtung Spot rein. Groovy sieht sie lang stehen, aber die Flash ist gut. Schafft es da gerade noch so runter. Und es gibt keinen einzigen Verlust für Argo Esports. Und jetzt drehen sie auf der Inferno City Side. Groovy. Mitte. Ich weiß, dass da jetzt nicht noch Arrives in der Hand sind, aber natürlich können da Pistols oder vielleicht auch ein Mac 7 im Spiel sein. Vielleicht auch ein paar SMGs, was natürlich erstmal nicht weiß. Und daher muss man sich erstmal ganz langsam rantasten. 4HR mit Glück schießt nochmal Richtung Spot. Hofft da vielleicht noch was zu spotten an der Smoke. Furlan auf kurz gedoppelt, getrippelt den ersten Schatten gesehen. Und er zieht sich instant zurück. Furlan hat das gut. Bekommt jetzt jedenfalls drei Leute oben, stehen hier pushen. Was wenigstens jetzt eine erste SG in die Hand über Vex Gaming. Aber die kriegen sie nicht. Die wird vehement denied. Quicks schiebt Richtung B-Spot, wenn die besser noch defensiv, dann ist es ganz easy Richtung A-Spot laufen kann. Denn da hat Groovy alles bereits geklärt. Alles eingenommen. Tja. Wächst. Man weiß, Mitte lag eine SG. Schafft man es, diese vielleicht irgendwie zu recovern? Das ist jetzt so ein bisschen die Frage. Vanity. Quicks. Ah, sieht die SG oben noch liegen. Also, die kommt man erstmal dran, aber hört eben auf kurz in der Mitte die AWP scopen und schießen. Caper Richtung Apps und da steht auch Quicks jetzt mit dem Mac 7. Oh, trifft zwei Shots. Caper ist raus, aber instant Comedy Trades. Und wenigstens Vanity hat sich die jetzt geschnappt. Steht unten im Fuchsbaum, muss aufpassen. Second Mid könnte vielleicht noch was kommen. Da könnte man predicten. Pre-firen und das macht VHR richtig, richtig klasse. 6 Runden Advantage und wächst mit ihrer vielleicht letzten Chance auf der City-Side auf Inferno. Push wieder in Richtung B rein, Granaten fliegen auf beiden Seiten. Groovy auf 70, vorne auf 70, der erste Entry-Sitz für Caper. Und den konnten sie bislang noch nicht rausnehmen.
Sie warten. Ja, sie lassen sich Zeit. Jetzt aber gemeinsam. Über Apps, über die Mitte. Piff, Color, M4, AWP. Und beide gehen sie Richtung Base, wo die Waffen durchbringen. Sie wissen, sie brauchen alles, was sie irgendwie mitnehmen können. Aber, tja, der wartet erstmal vergeblich, dass er noch irgendwas pusht. Klar, kommt da jetzt noch ein 4HR mit weiß Argo Bescheid. Sie hätten genügend Reserven, ja, bis zu 10.000 bei Groovy und Furlan. Aber die Zeit ist einfach schon viel Zeit fortgeschritten. Also, zeitlich nichts mehr drin. Ganze 7 Map-Points für die Polen, die bislang auf der T-Side einen echt sehr, sehr soliden Eindruck machen. Und da haben die Schweden nichts gegen zu melden. Die versuchen es zwar, aber es klappt halt nichts. Ja, sie haben eine einzige Runde geholt, und zwar die Pistol-Round. Die zweite Pistol-Round der zweiten Halbzeit. Seitdem einfach nichts mehr hinbekommen. Spearow, Banane abgeaimt, Groovy Shot Richtung Apps, Richtung Boiler. Caper, sie pushen jetzt langsam rein, schauen mal mit Richtung Sandpacks, Richtung Barrels, ob er vielleicht irgendwelche Offensiv-Infos bekommen kann, aber bislang. Also erstmal ein paar Defensiv-Flashes rein, Groovy Richtung Teppich, Richtung Apps, weiterhin Suche nach Infos. Und Argo schiebt. Ja, sie lassen von der Mitte von Apps so ein bisschen ab. Bringen Caper und 4HR Richtung Banane rüber. Da soll es eben dann vielleicht nach einem kleinen A-Fake auf den B-Spot draufgehen. Jetzt pushen sie rein. 4HR mit einer ersten Flash. Vanity hinten am Pfeiler. Zweite Box oben drauf. Die Flashes haben erstmal keinen Impact. Vanity zum ersten. Vanity, sie lassen ihn durchlaufen. Pip schön auf die Long Distance. Drop darunter. Gibt eine erste Flash Richtung Garten. Vanity immer noch am Pfeiler. Das ist bislang nur ein einziger. Wir sind beide angeschossen. 18 HP. Pip One-Shot. Jawohl, Fuller schnappt sie. Jetzt kommt die Banane nach oben. 4 Sekunden. Die Zeit ist um. Und wächst. Darf einfach nicht mehr peaken. Ha, Fuller macht zwar noch Schaden. Aber Color muss auf jeden Fall die AWP durchbringen. Den ersten von 7 Map Points erfolgreich abgewehrt. Vielleicht nochmal so ein klitzekleiner Hoffnungsschimmer, den man da jetzt hat. Nur Argo hat eben extrem viele Reserven auf der Bank. Banane, Color, oh, brennt da gut runter auf 50. Und viel Schaden konnten sie bislang nicht traden. Na, nur 4HR minus 20. Quicks offensiv. Boiler. Schafft es erstmal sicher raus. Aber leider ohne da einen Frag zu setzen. Das heißt weiterhin 5 gegen 5. Alles offen, alles möglich. Und Quicks riskiert es nochmal. Oh, ist angeschossen auf 50. Ebenfalls, genauso wie Color. ...60 Sekunden auf der Uhr. Immer noch ein paar Granaten in der Hand, währenddessen natürlich wächst. Eigentlich fast gar nichts mehr an defensiven Nades hat. 2 Flashes, ein Smoke, Molotov, Color!
mit Pech nur den Anschuss bekommen. Quix kann sich Zeit lassen, schnappt sich Caper, piekt Zeke mit nochmal nach, aber kann leider keinen zweiten ersetzen. Schnappt erstmal die AK, die natürlich schon mal ein wichtiges Upgrade ist. Und die Zeit rennt wieder gegen Aspots. 35 Sekunden auf der Uhr. Sie haben noch Smokes, Flashes, aber eben keine Molotovs, keine Granaten mehr. Spiro. Ah, da haben sie jetzt 2-3 Smokes raus. Sie pushen über lang durch. Schauen Richtung Kante. Ah, Flash war nicht allzu stark. Quix hält hinten lang, zumindest teilweise sauber. VHR pusht durch. Schaut, Kolo on spot. HNS MP, turn sie selbst auf lang, auf kurz. HNS, oh, trifft die Shots gerade so, aber Fula kann instant traden. Und das ist ein 2 gegen 2. Alles machbar, alles möglich. Sie haben ein Kit bei Valenti, aber eben nur eine einzige Smoke bei Piff. Und sie teilen sich auf, Richtung lang, Richtung Mitte. Die sehr, sehr langsam auf Infos gehen. Valenti piekt vielleicht ein bisschen zu viel und wieder Fula mit seinen 15 Health Points. Piekt nochmal Richtung Short, springt da Fula. Piff mit der ersten Defensiv-Smoke, guckt jetzt Richtung Spots. Piff versucht offensiv da irgendwie On-Spot VHR raus. Der Fula ist da und es ist das 1-0 Argo eSports.